Woher kommt eigentlich die industrielle Landwirtschaft? Danke für die Einladung ins Museumsdorf in Kloppenburg. Ja, Wahnsinn. gerne. Alles schön, das Wetter schön, die Tiere schön und die alten Gebäude sowieso. Ja, alles wunderschön hier. Sie sind Volkskundlerin. Ich bin Volkskundlerin. Heute sagt man dazu Kulturanthropologin. Ich dachte mir, dass es da noch eine Ja, schlaue das hört Variante sich gibt. wissenschaftlicher an. Okay, also als Kulturanthropologin beschäftigen Sie sich mit dem Volk an sich, seiner Entwicklung, wo es herkommt, wo es hingeht. Da Also haben wir Sie. beschäftigen uns mit der Kultur des Menschen, das heißt also vor allen Dingen mit der Alltagskultur, wie Menschen leben und warum sie so leben, wie sie leben. Nun sind wir ja hier im Zentrum der tierischen Produktion Deutschlands oder so, könnte man eventuell sagen, im Oldenburger Land. War das schon immer so? Nein, das war natürlich nicht immer so, aber das, ich würde sagen, das fing vor ungefähr 100 Jahren an, dass die Menschen hier angefangen haben, also früher hatte hier jeder, was weiß ich, sechs Kühe vielleicht und vier, fünf Schweine und ein paar Ferkel und ein paar Hühner, so hauptsächlich zum Eigengebrauch. Es gab überhaupt gar keine Möglichkeiten zur Vermarktung. Aber mit dem Anschluss an das Eisenbahnnetz hat man dann erstmal die Möglichkeit gehabt, überhaupt ein bisschen mehr zu produzieren und das dann auch zu verkaufen. Und dann hat man gemerkt, dass man damit ganz gut Geld verdienen kann. Und somit gibt es so die ersten Mastställe für Schweine, gibt es hier so aus der Zeit um 1910. Da hat man hier angefangen, aber das waren dann 70 Plätze, 60 Plätze und das ging hier schon durch die Medien. Unglaublich, dass man mästen kann, indem man Futter zukauft zum Beispiel. Kannte man ja gar nicht. Echt, das Nee. wurde schon medial behandelt? Ja, das ging hier durch die Karl-Heinz hat 70 Presse. Schweine. Ja, das kann nicht gut gehen, der muss dann ja Futter kaufen, dann lohnt sich das doch gar nicht und so weiter. Und dann haben man so um den Ersten Weltkrieg herum und vor allen Dingen dann auch in der Zeit danach, als es ja einen großen Bedarf an Fleisch gab, hat man festgestellt, damit kann man wirklich gut Geld verdienen. Und dann haben halt alle Leute angefangen, erstmal so kleine Mastställe zu bauen für 50, 60, 70 Schweine. Und dann fing das auch an mit Hähnchen und mit Hühnern, dass man immer ein bisschen mehr gemacht hat, weil man es auch verkaufen konnte. Also die ersten Produzenten hier, die sind zum Teil mit dem Fahrrad nach Bremen auf dem Markt gefahren Oh. und haben da ihre Hühner verkauft, ne? Oder Okay. Eier verkauft. Es war ja noch keine Struktur, da war keine Vermarktungsstruktur. Und damit sind einige halt reich geworden. Und dann haben die anderen gedacht, das wollen wir auch. Und so hat sich das hier so ein bisschen wohl rumgesprochen. Und ja, irgendwann haben halt alle hier groß gebaut. Und mittlerweile sind wir hier die Region mit der größten Produktionskraft, was natürlich vieles an negativen Folgen auch hat, aber eben halt auch zu viel Wohlstand hier geführt hat. Denn man muss wissen, diese Region war früher sehr arm. Also Sie haben ja vorhin gesehen, da steht so ein riesiger Pflug, ne? Das bedeutete, man hatte hier eine Region, in der war sehr viel Heide und sehr viel Moor. Und man hatte keinen guten Boden und eben halt kaum Existenzmöglichkeiten. Es sind viele Leute hier aus der Region ausgewandert. Im 19. Jahrhundert fast 30%, weil es hier sehr arm war. Und dann hat man eben dadurch, dass man jetzt diese Vermarktungsmöglichkeiten hatte und Geld verdienen konnte, hat man eben halt hier mittlerweile einen ganz anderen Lebensstandard, als man das vor 100 Jahren hatte. Sie haben vorhin gesagt, das war Binnenkolonisation, Ja. die hier stattfand? Ja, es ging darum, dass im 19. Jahrhundert sehr, sehr viele Leute hier die Region verlassen haben, Richtung Amerika. Und dann hat man Möglichkeiten gesucht, wie kann man die Leute hier im Land behalten. Und dann kam man auf die Idee, man kann ja die Moore und diese ganzen Heideflächen vielleicht einfach so tief umpflügen, dass darunter der gute Boden zum Vorschein kommt, sodass man da so, ich weiß nicht, 6, 7 Meter tief gepflügt hat und dann das Moor eigentlich dann kolonisieren konnte. Also dann hat man diese Flächen gepflügt. Und danach an Neusiedler, also an Neubauern, dann vergeben, die dann irgendwo im Moor ganz neue Siedlungen angelegt haben und da eben halt als Siedler dann richtig gewohnt haben, wie als Siedler irgendwo in Amerika. Wahnsinn. Ja. Und die Böden sind dann richtig toll, die da unter dem Naja, so Moor. richtig toll sind die nicht. Also das, aber natürlich ist mit entsprechendem Kunstdüngeraufwand und so weiter war das dann möglich, da immerhin einigermaßen eine Fruchtfolge hinzukriegen. Klar, aber das Leben der ersten Siedler da im Moor war nicht so einfach. Also Ja. die hatten das nicht wirklich leicht. Ja.
Also gleich mit Erdbeeren konnten die nicht anfangen. Ich glaube, da in den Moorgebieten sind die immer noch nicht bei den Erdbeeren. Dafür ist es nicht gut genug geworden. Ne? Aber fürs Vieh und fürs Viehfutter? Für die Kühe hauptsächlich hat es gereicht und das waren auch viele relativ kleine Stellen und viele von denen haben auch nicht sehr, sehr lange existiert. Die haben dann vielleicht 50, 60 Jahre existiert und mittlerweile sind das entweder Nebenerwerbsbetriebe oder sie existieren auch nicht mehr, weil diese Neusiedler kriegten jeweils nur ein paar Hektar und konnten davon eigentlich dann nicht mehr, also in unserer Zeit nicht mehr überleben. Wie sieht denn die Entwicklung aus? Wir reden ja immer von Konzentration und Wachse oder Weiche und wie auch immer diese ganzen Slogans heißen. Findet hier auch oder fand hier auch eine Konzentration statt? Und was machen die Leute, die keine Bauern sind, heute? Ja, wir haben ja durch diesen Beginn dieser Agrarindustrialisierung Anfang des 20. Jahrhunderts, hat sich ja danach sehr viel angelagert an Verarbeitungsindustrie, an Futtermittelindustrie, dann kommt dazu, dass dann auch noch Obstbau begann oder vielleicht auch Wildbienen dann zum Beispiel produziert wurden und so weiter. Auf jeden Fall hat sich sehr viel nachgelagertes Gewerbe in dieser Verarbeitung entwickelt, sodass im Endeffekt hier die Leute alle Arbeit haben irgendwo in nachgelagertem Gewerbe. Und mittlerweile hat sich hier so viel Industrie angelagert. Wir haben große Maschinenproduzenten für Agrarprodukte. Also das muss man sich vorstellen, das war so um 1910, 1920 kam hier jeder auf die Idee, ich muss irgendwas erfinden, ne, was die Landwirtschaft irgendwie leichter macht. Also zum Beispiel alle möglichen kleinen Dorfschmiede haben plötzlich angefangen zu überlegen, wie kann man zum Beispiel Kartoffeln effektiver ernten oder wie kann man Salat besser pflanzen oder wie kann man Drahtkäfige für Hühner besser entwickeln oder Futterindustrie machen. Und so sind unheimlich viele Leute auf irgendwelche Ideen gekommen und einige davon sind mittlerweile riesige Weltunternehmen geworden. Die sind angefangen als Dorfschmied vor 100 Jahren und haben dann irgendwie gedacht, das müssen wir irgendwie anders machen. Und haben gebastelt und gefummelt. Und mittlerweile sind es Riesenindustrien geworden. Also wir haben ja hier die Weltmarktproduzenten, was Kartoffelruder angeht, die Firma Grimme zum Beispiel. Es war vor 100 Jahren ein kleiner Dorfschmied. Oder wir haben hier große Firmen, die Futtermittel herstellen oder Stalltechnik machen weltweit. Und die sind alle aus so kleinen Handwerksbetrieben hervorgegangen, die was für diese expandierende Landwirtschaft sich überlegt haben. Und mit Hilfe dieser Hilfsmittel und Maschinen können dann drei Bauern heute so viel produzieren wie früher 300? Ja, sicherlich. Ich weiß nicht, ob es sogar vielleicht noch mehr, ich habe keine Ahnung. Also so in Zahlen denke ich meistens nicht so sehr. Dazu denke ich, bin ich zu kulturwissenschaftlich, wir haben das mit den Zahlen immer nicht so im Kopf. Ne? Aber natürlich haben wir ja auch dadurch die Prozesse gehabt, dass die kleineren Landwirte fast alle aufgehört haben, weil sich das einfach nicht mehr lohnte. Viele von denen sind dann eben halt entweder in Nebenerwerb abgewandert und arbeiten halt irgendwo in dieser Industrie tagsüber. Und die Höfe, die haben halt sehr viel investiert und immer größere Ställe gebaut und auch immer mehr Land zugepachtet. Und das dann von denen, die aufgegeben haben, halt das Land praktisch so absorbiert wurde. So, und dass wir jetzt mittlerweile so weit sind, dass wir hier absolute Landknappheit haben, dass die Pachtpreise sind unheimlich hochgegangen und man kann hier zum Teil davon leben, dass man einfach nur Land verpachtet, weil der Bedarf so einfach groß ist. Ne? Aber das führt eben halt dazu, dass, ich weiß nicht, ob die Hälfte der Bauern hier wahrscheinlich hat aufgegeben. Ich habe keine genauen Zahlen, aber ich denke mal, die Hälfte wird es auf jeden Fall sein. Und der Prozess ist nicht abgeschlossen. Also es wird ja in der nächsten Generation nochmal wieder davon vielleicht die Hälfte aufhören. Ne? Da wollte ich gerade nachfragen, ob das ein Prozess ist, der sich beschleunigt oder ob das so geradlinig fast gegen Null tendiert dann irgendwann. Ich glaube, dass ich denke, es könnte sein, dass die Hauptphase schon abgeschlossen ist. Dass so vor 10, 15 Jahren, glaube ich, noch mehr aufgehört haben. Denn die damals sehr stark investiert haben, die haben zum Teil auch Kinder, die sehen, dass sich das rentiert und dass sich das lohnt. Also es gibt von diesen Großbetrieben, gibt es manchmal Geschwister rein, da wollen am liebsten alle irgendwie den Betrieb übernehmen.
Und dann gibt es die, die nicht so investiert haben oder die wo es eben sich dann nicht mehr lohnt. Und ich glaube, da sind so die Reste, die jetzt dann in den nächsten 10 Jahren vielleicht aufhören werden. Und gerade der Großbauer an sich hat ja ein Imageproblem die letzten 10, 20 Jahre bekommen und angesammelt. Aber die sind dann hart im Nehmen hier, die Oldenburger, und denen macht das nichts. Also natürlich sind die, das ist immer so ein Thema, das geht ja natürlich in den Medien immer ganz stark. Und da hat natürlich das Oldenburger Münsterland in dieser Hinsicht immer ein relativ negatives Image. Aber andererseits ist man ja hier in der Region relativ unter sich und wird da vielleicht auch nicht so häufig kritisiert. Aber wenn Menschen von außen kommen und auf diese Höfe kommen, dann führt das schon häufig zu Kritik. Und da führt es auch zu Abwehr und zu Protest. Und dann führt es aber auch oft dazu, dass die Bauern sich nicht verstanden fühlen oder sich irgendwie verlassen fühlen und auch nicht so richtig wissen, was sie machen sollen oder welche Alternativen es gibt. Ne? Ich glaube, es wird sehr viel diskutiert, auch unter den jüngeren Bauern. Aber wo sind die Alternativen? Ich meine, das ganze Spannungsfeld haben wir ja genau hier ringsrum, Großbetriebe und hier die Museumslandschaft und Landwirtschaft, wie vor 100 oder was weiß ich wie viele Jahren. Aber so kann ja heute noch nicht mal ein Biobetrieb mehr wirtschaften. Der kommt ja also das ist ja auch nicht, ich meine, das ist ja ein Museum. Ein Museum zeigt natürlich vergangene Zeiten. Und jeder, der dieses Museum besucht, dem wird auch klar, dass man so nicht mehr leben kann und dass man auch so gar nicht mehr leben will. Also niemand möchte mehr in so einem Haus wohnen, in dem es im Winter höchstens 2 Grad wärmer ist als draußen. Oder mit dem man mit dem Vieh zusammen in einem Stall praktisch wohnt, weil man keine Zwischentüren da hat, weil man sich gegenseitig aufwärmt und weil man sich gegenseitig beschützt und so weiter. Also so auch die Gänse kann man so natürlich nicht mehr produzieren. Außerdem hätte man dann ja auch nicht genug für den Bedarf. Also diese Bauern hier, die diese Höfe hatten, die haben zum großen Teil für den Eigenbedarf gewirtschaftet, zumindest was das Fleisch angeht. Und die haben jetzt nicht jeden Tag irgendwie in den Supermärkten irgendwelche Schnitzel verkauft. Na, der Eiermann, der nach Bremen radelt, der muss ja auch kräftige Waden gehabt haben, der Mann. Ja, die haben sich, also die haben schon wirklich sich bemüht, irgendwelche Nischen zu finden und wirklich auch Geld zu verdienen. Und das waren zu der Zeit auch oft gar nicht die ganz großen Bauern, sondern die hatten ja immer noch zu der Zeit, so um 1910, die hatten noch ihre Knechte, ihre Mägde, so wie diese großen Bauern hier, die haben so ihr traditionelles Leben gelebt und haben zum Teil auch gedacht, das geht immer so weiter. Es waren häufig eher die kleineren oder auch die Heuerleute, die Pächter, die wirklich sich überlegt haben, was ganz anderes zu machen, weil die waren ja immer so von Armut bedroht und haben versucht, so Nischen zu finden. Also es waren häufig von diesen ersten Hühnerproduzenten zum Beispiel oder Eierverkäufern, das waren häufig irgendwelche Knechte auf dem Hof oder Heuerleute, die wirklich versucht haben, einfach durch eine Art Nebenerwerb damit Geld zu verdienen. Früher sind diese Leute, davor sind diese Leute zum Teil im Heringsfang zum Beispiel tätig gewesen. Die sind zur See gefahren oder haben in Holland als Schnitter, als Heuschnitter gearbeitet während so bestimmter Saisonmonate und sind dann wieder zurückgekommen. Also die waren immer darauf angewiesen, irgendwie Nebenerwerb zu machen. Und es ist häufig gerade aus diesen Schichten entstanden, weil die Großbauern waren erstmal nicht so innovativ. Die waren ja, also das ist ja immer so, wer so gesättigt vor sich hinsitzt, der ist nicht so innovativ. Das Innovative sind eher diejenigen, die wirklich Nischen suchen müssen. Und wie ist das heute? Heute müssen die Großen aber auch nicht unbedingt Nischen suchen, aber innovativ müssen sie auf jeden Fall sein. Auch imagemäßig. Also das ist ja so, wir haben hier zum Teil sehr große Höfe, die aufgeben oder die nur noch verpachten, weil die eben nicht innovativ waren. Ne? Die auch in den 50er, 60er Jahren noch nicht innovativ geworden sind, weil sie immer in diesem Bewusstsein lebten, wir haben ja sehr viel Land und uns kann eigentlich nichts passieren. Und das sind häufig jetzt Höfe, die wirklich verpachtet sind. Und die ganz Großbetriebe hier, die sind zum Teil ja gar nicht richtig bäuerlich oder die kommen auch nicht alle aus bäuerlichen Strukturen. Das ist zum Teil einfach industriell, das sind GmbHs, das sind Leute, die sich zusammengetan haben, die Firmen gegründet haben, die pachten bei den Bauern,
die Ställe, pachten das Land. Das sind nicht unbedingt alles wirkliche, sagen wir mal, das, was wir früher unter Bauern verstanden haben, ist es ja oft nicht mehr. Gibt es die denn überhaupt noch? Ja, die gibt es natürlich noch. Also wenn man hier über die Dörfer fährt, findet man natürlich noch, also so in diesen traditionellen Dörfern gab es hier, so alle paar Kilometer gibt es hier so ein kleines Dorf und da waren immer so um die 10 Bauern, die sich so eine gewisse, so ein Territorium, das bot immer so viel, dass praktisch 10 Bauern davon leben konnten, größere Bauern. Und dann gab es noch die kleineren Bauern. Und von diesen 10 großen Bauern gibt es vielleicht in den meisten Dörfern noch vielleicht 3 oder 4, würde ich mal sagen. Und die anderen haben halt verpachtet und leben zum Teil noch auf ihren Höfen, aber bewirtschaften die nicht mehr. Und die restlichen, die gibt es noch. Und müssen wir mal gucken, wie lange es die noch gibt. Es gibt durchaus Bauernfamilien, die hier seit 100 Jahren, 500 Jahren, 1000 Jahren einen Hof hatten oder haben. Was ist denn nun mit denen, die sagen, ich gehe mal zu Big Dutchman, statt hier Kartoffeln zu roden? Ja, davon gibt es natürlich eine ganze Menge. Also die größeren Höfe, von denen ich eben so sagte, die seit ungefähr, wovon es immer so 10 im Dorf gibt, die existieren tatsächlich schon seit 1000 Jahren. Und natürlich hat es da öfter mal Besitzerwechsel gegeben, weil irgendwelche keine Nachfolger da waren oder alle gestorben sind oder so weiter. Aber diese Identität mit dem Hof, die Verbundenheit mit dem Hof, die war eigentlich immer sehr, sehr hoch. Und man hat sich über diesen Hof definiert. Und man hat ja auch alles für den Hof getan. Also man hat zum Beispiel, es hat immer nur einer geerbt. Und die anderen mussten sehen, wie sie irgendwie durchs Leben kommen, weil es musste immer der Hof weitergegeben werden. Und diese Idee des Hofes, also diese Hofidee, hat eigentlich die Bauern hier total geprägt. Alles für den Hof und damit auch für die Identität der Familie. Damit hängt das Renommee zusammen, damit hängt der Status in der Gesellschaft zusammen. Damit gehörte man zu einer bestimmten Elite, nur über den Hof. Und wenn man diesen Hof jetzt abgibt oder nicht mehr weiterführt, führt das dazu, dass man auch die Identität ja zum Teil verliert. Also man verliert diese lange Zeit des Bewusstseins um seine Geschichte und seine Wurzeln. Das war hier einfach immer unheimlich wichtig. Man wusste genau, wenn jemand einen bestimmten Familiennamen sagt, aha, der gehört da und dahin, der gehört da und dahin, der kommt da und daher, weil das wurde mit dem Hof verortet, auch wenn das schon 2 Generationen später war oder sowas. Und von daher verliert man natürlich mit dem Hof auch zum großen Teil diese historische Identität. Und für die älteren Leute ist das häufig sehr, sehr schmerzhaft. Also zu sagen, wir verlieren jetzt das, was wir von Generation zu Generation geerbt haben und immer mit dem Bewusstsein auch geerbt haben, wir werden es wieder weiter vererben. Also wir sind nur so eine Art Zwischenbesitzer. Es war ja immer der Gedanke, man gibt es weiter. Und jeder, der das übernommen hat, wusste, ich muss es weitergeben. Und viele haben dann das Gefühl, dass sie irgendwie versagt haben. Dass viele Generationen das immer geschafft haben. Und ich schaffe das jetzt nicht mehr und da habe ich irgendwie versagt, da habe ich irgendwas falsch gemacht. Und das führt bei vielen Leuten wirklich zu psychischen Krisen, dass sie diese Verpflichtung über Generationen nicht weitergeben können. Und es gibt natürlich viele jüngere, sehr pragmatisch denkende, ökonomisch denkende Menschen, die einfach sagen, ist doch egal, ne? Ich brauche hauptsächlich mein Geld und habe mein Einkommen. Aber das ist für die ältere Generation häufig sehr schwierig. Und ich glaube, es gibt auch viele Jüngere, die damit nicht so gut zurechtkommen. Deswegen auch dann doch noch ein sichtbarer Anteil an Nebenerwerbs? Also es gibt Leute, die sind wirklich, haben eigentlich, verdienen eigentlich ganz gut und machen trotzdem abends noch ein paar Kühe oder noch irgendwie ein paar Kartoffeln und so weiter, weil sie diese Identität, wir waren mal Bauern oder wir haben das hier erst als Siedler uns schwer erworben, die vorigen Generationen haben wahnsinnig dafür gearbeitet, das können wir doch nicht einfach so aufgeben. Das ist, ich glaube, das ist in den ganzen Regionen, in diesen Anerbengebieten, die wir hier haben, also wo immer nur einer erbt und das nicht Realteilung ist, wo es immer auf viele verteilt wird, wo ja schon seit Generationen praktisch keine Existenz mehr davon möglich ist. In diesen Regionen hatten wir dieses Problem überall. Ja, also ob nun in Bayern oder in Schleswig-Holstein, in diesen Anerbengebieten ist die Identität mit dem Hof ist einfach ganz fundamental für Bauern immer gewesen. Frau Professor Ackert, Sie starten ja jetzt gerade oder in ganz unmittelbarer Kürze ein Interviewprojekt genau zu dem Thema.
Wann kommen wir denn wieder? Wann haben Sie denn Ergebnisse dazu? Ja, das weiß ich auch nicht. Das kommt natürlich darauf an, wie schnell ich Leute finde, die bereit sind, da wirklich auch ehrlich drüber zu reden. Ne, das heißt ja auch manchmal so ein Problem, wirklich die Emotionen, die damit zusammenhängen, auch rauszulassen und das wirklich zu äußern und nicht nur über Geld zu reden und über Vieh und wie viel bedeutet jetzt wie viel Stall und wie viel Hektar und wie viel Pacht, sondern was hat das für emotionale Beziehungen. Aber ich denke, in einem Jahr werden wir schon mal einiges mehr dazu sagen können. Sehr gut, dann komme ich wieder. Gerne.